Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute habe ich hier für euch das Unternehmen und die Aktie von Sea Limited für euch dabei. Wie spannend hier die Aktie ist, das werdet ihr jetzt gleich in meinem Video sehen. Ich gehe einmal so ein bisschen darauf ein, was macht Sea Limited genau, also wo sind sie hier oder in welchen Bereichen sind sie genau tätig. Dann gehen wir so auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein, dann schauen wir uns einfach auch so den Umsatz nach Geschäftsbereich zusammen an. Dann einfach so die aktuellsten Infos, also was ist hier wichtig, beziehungsweise was sind für Infos hier eingetroffen bei Sea Limited, die ja auch den Kurs eventuell befeuert haben. Dann schauen wir uns natürlich wieder den Wachstumscheck auch an, hier von Sea Limited. Und am Ende gehen wir noch ganz kurz auf den Chart drauf ein, wo die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslinien sind. Ja, und wenn euch mein Kanal und mein Video gefällt, dann lasst an dieser Stelle sehr gerne ein Abo da, mich zu unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Und ich würde sagen, jetzt starten wir hier auch schon. Ganz kurz und knapp gesagt, wir gehen nachher nochmal genau aufs Unternehmensprofil. Was macht Sea Limited? Sea Limited ist ein Anbieter einer Internetplattform und das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und den digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Und an sich betreibt das Unternehmen drei Geschäftsbereiche, und zwar Garena, Shopee und SeaMoney. Das sind so die drei Bereiche. Und das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens ist das Garena. Wir gehen aber gleich genauer darauf ein, was diese drei Teilbereiche sind. An sich ist die Branche hier aber Software, also natürlich hier auch ein zukunftsträchtiger Titel. Und sie befinden sich im asiatischen Raum, beziehungsweise wurden in Singapur gegründet. Und für mich ist das eine mega spannende asiatische Aktie. Also bleibt wirklich dabei, sie ist mega interessant für die, die es noch nicht kennen. Für die, die es schon kennen, die wissen natürlich Bescheid, was das hier für eine Kursrakete in den letzten Monaten oder Wochen gewesen ist. Jetzt gehen wir ganz kurz auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein. Dieses Jahr werden sie auf einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro rauslaufen. Ich habe es hier mit Absicht einen Euro angegeben, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Das Nettoergebnis wird natürlich noch negativ sein, also sie sind hier noch nicht gewinnbringend. Da sind wir bei minus 1,2 Milliarden und die Nettoliquidität beläuft sich aber auf 2,3 Milliarden im Plus. Das KGV ist noch negativ, kann man hier noch nicht wirklich werten, ist für mich auch ein ganz klarer Wachstumstitel, kann aber ist noch sehr, sehr klein im Verhältnis zur Branche und kann in der Zukunft richtig, richtig profitieren und groß werden. Sie werden auch so ein bisschen gehandelt als das Amazon von Asien. Und so ähnlich sehe ich das persönlich auch. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen Prognose, das ist wieder so die Glaskugel, was hier vorgegeben wird von Umsatz 2021. Planen sie mit 5,4 Milliarden. Das Nettoergebnis soll schrumpfen auf minus 734 Millionen, also knapp die Hälfte. Also man sieht, sie kommen immer mehr Richtung Gewinnschwelle und die Nettoliquidität ungefähr im gleichen Rahmen. Das KGV, wie gesagt, ist hier noch für mich außen vor gelassen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 34 Milliarden aktuell, 84 Milliarden, Entschuldigung, nicht 34, 84 Milliarden. Und die Mitarbeiterzahl ist schon sehr, sehr groß, sind bei 29.800. Das ist mal so die wichtigsten Kennziffern, die man hier wissen sollte bei Sea Limited. Und jetzt schauen wir uns hier noch das volle Unternehmensprofil zusammen an. Also das digitale Unterhaltungsgeschäft ist eben Garena und die sind ein globaler Spieleentwickler und Verleger mit der Präsenz eben in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Und Garena bietet Zugang zu Online-Spiel für Handys, PCs und so weiter. Und Shopee, wie wir es oben haben, bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungslogistik und andere Mehrwertdienste eben unterstützt wird. Dann gibt es noch das SeaMoney, was ich angesprochen hatte, SeaMoney Business. Das ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. Da habe ich später eine richtig brandaktuelle Info für euch. Ist mega spannend. Und SeaMoney bietet eben E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte. Wichtig finde ich zum Beispiel auch E-Wallet-Dienste und einfach die ganzen digitalen Finanzdienstleistungen, weil das einfach die Zukunft wird. Man will immer mehr von diesem Bargeld weg. Ob man es komplett schaffen kann, weiß ich nicht. Wenn man mal in die skandinavischen Länder schaut, die sind eigentlich schon komplett bargeldlos. Oder wenn man auch nach Amerika rübergeht, wird ja auch sehr, sehr viel schon mit Kreditkarte bezahlt. Aber bleibt man sogar mal in Europa. Wie gesagt, die skandinavischen Länder sind da schon sehr, sehr fortschrittlich, was diesen Bereich angeht. Und hier jetzt im asiatischen Raum haben wir sie, die hier einfach auch vorangehen wollen in dem Bereich. Also drei richtig wichtige Kernbereiche für die Zukunft. Und hier können wir jetzt mal schauen, wie sich der Umsatz nach Geschäftsbereich aufteilt. Und zwar an erster Stelle ist Digital Entertainment, liegt bei ca. 52% insgesamt.
Und auf Platz 2 kommt dann auch schon der große E-Commerce-Bereich. Der liegt ja auch bei guten 38,3%. Und dann so Other Services bei 9% auf Platz 3. Aber der wichtigste ist wirklich dieses Digitale und der E-Commerce-Bereich. Der Umsatz nach Region, also die sind hier auch schon ein bisschen aufgeteilt. Südostasien hat hier 63,3%, der Rest von Asien 22,5%, also man sieht noch sehr asiatisch lastig. Danach kommt Lateinamerika mit 13% und Rest der Welt macht momentan erstmal nur 1,2% aus. Das heißt, sie können hier noch ganz klar expandieren, beziehungsweise auch noch größer werden und weiter wachsen. Aber man muss ganz klar sagen, der Hauptsektor momentan einfach in Asien. Hier einfach mal die wichtigsten Aktionäre. Ich denke mal, der bekanntesten sind JP Morgan, die man hier kennt. Die haben hier eine Beteiligung von 1,86%. Also schon mal ein recht positives Zeichen, wie man hier sagen kann. Ja, und dann habe ich jetzt einfach so die wichtigsten Infos für euch dabei. Ich habe mir einfach mal das Wichtigste zu C-Limited rausgesucht für euch und das gehen wir jetzt miteinander durch. Und zwar das, was ich gesagt hatte vorhin zur einen Sparte, sie haben jetzt hier die Banklizenz in Singapur. Und damit hat man jetzt hier auch schon den aktuellen Auslöser des letzten Kursplusses. Also man muss sich da den Chart einfach nur mal anschauen, weil C-Limited konnte per Ende letzte Woche verkünden, dass man eine vollständige Banklizenz in Singapur erhalten hat. Das wiederum haben halt die Investoren mit einem signifikanten Kursplus auch gezeigt. Und genauer gesagt ist es eben die digitale Bezahlplattform SeaMoney, die wir vorhin angesprochen hatten. Und die haben eben diese Lizenz ergattert. Und diese wird, also so zumindest die Theorie, dem Unternehmen mittel- bis langfristig helfen, sich dort eben als digitaler Zahlungsdienstleister etablieren zu können. Bin ich auch hier wirklich positiv gestimmt. Und auch unabhängig vom eigenen Ökosystem, das der asiatische Konzern inzwischen kreiert hat. Und durch die Lizenz kann das Management nicht eben bloß das Geschäft weiter ausbauen und verstärkt neue relevante Kundengruppen in den Fokus rücken. Also das ist einfach so, diese Kundengruppen, die man hier nochmal mit abgreifen kann, ist einfach nochmal ein sehr, sehr guter Fokus, auf den man das hier Wert legen kann. Und außerdem ist eben die Lizenz noch ein Qualitätsmerkmal, das Vertrauen schaffen kann und auch ganz klar erweiterte Funktionen ermöglicht, weil ich sag mal, so eine Banklizenz ist auch nicht in jedem Fall immer einfach zu bekommen und ist hier natürlich ein sehr, sehr positives Zeichen. Und man kann grundsätzlich auch sagen, das Ökosystem wird immer größer. Mithilfe der Banklizenz kann C-Limited natürlich hier an sich weiter wachsen und der Bereich der digitalen Zahlungsdienstleistungen steht ab jetzt einfach der Weg frei, kann man sagen, und damit kann eben das Management diesen Bereich noch bedeutend weiter ausbauen. Und C-Money ist hier auch ganz klar der dynamischste und wachstumsstärkste Bereich des Unternehmens, weil im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres kletterten die Umsätze eben hier beispielsweise um 304%, wobei das Segment inzwischen für 23 Millionen US-Dollar der Umsätze einsteht. Also 304% ist eine richtig krasse Marke, wie ich finde, und könnte in Zukunft eben hier durch diese ganze Banklizenz oder allgemein die positiven Signale, die jetzt hier auch schon gesendet wurden, noch weiter wachsen. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Info, die richtig positiv zum Deuten ist und da geht für mich auch der Daumen ganz klar nach oben. Jetzt schauen wir uns den altbewährten Wachstumscheck an und man sieht, der fällt sehr, sehr gut aus. Aktuell stehen wir bei dem Kurs, also man möchte staunen, schon von 171,75. Man sieht aber auch, wo der Kurs hergekommen ist, also was das für eine Kursrakete in den letzten Monaten war. Und es ist hier auch eigentlich gar nicht, man sieht jetzt auch momentan noch von Gewinnmitnahme nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass hier schon jetzt da mal bald Gewinnmitnahmen passieren könnten, aber solange jetzt hier so positive News einflattern, glaube ich es momentan, also auf kurzfristige Zeit zumindest nicht. Der Kurs könnte noch ein wenig weiter wachsen aktuell. Genau, jetzt gehen wir mal hier, sieht man schon, dass die Umsätze auch wirklich exponentiell angestiegen sind. Also hier kann man so richtig die Kurve ab 18, 19 nach oben sehen. Gewinn wird hier natürlich noch keiner geschrieben, das haben wir uns vorhin genau angeschaut. Aber mal das Wichtigste zum Umsatz. Umsatzwachstum sind 113%, das ist ein richtig guter Wert. Und das durchschnittliche Umsatzwachstum auf 2 Jahre liegt sogar bei 129%. Umsatzwachstum gegen dem Quartal gegenüber dem Vorjahr liegt hier bei knapp 98%, also auch ein sehr, sehr starker Wert.
Und auch der Trend spricht für sich. Die Performance auf 12 Monate, und jetzt muss man sich festhalten, sind 408%. Und das ist wirklich richtig krass, was man hier hat verdienen können im letzten Jahr. Der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, den finde ich auch immer sehr wichtig, liegt bei 70%. Und stabiles Kurswachstum auf ein Jahr bei 96,89%. Was ich noch wichtig finde, ist immer die Kapitalaufnahmefähigkeit. Die liegt hier bei 46,95% und somit auch sehr, sehr gut. Und hier sieht man, was man die letzten 3 Jahre verdient hätte. Man hätte sein Geld verzwölffacht. Das einfach mal nur so am Rande. Aber man kann hier sehen und wirklich sagen, dass es ein sehr, sehr guter Wert ist und ein sehr, sehr guter Wachstumstitel, der in der Zukunft noch stetig weiter wachsen wird, wie ich glaube, und dann auch die Gewinnschwelle bzw. ja, die magische Null erreichen wird. Und jetzt gehen wir noch auf das Wichtigste bzw. auch noch auf die auf den Chart ganz kurz ein, wie ich es versprochen habe. Man sieht jetzt hier schon die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslinien. Und zwar liegt jetzt erstmal der nächstgelegene Widerstand, das ist jetzt hier in Dollar ausgeschrieben. Wir stehen aktuell in Dollar gesehen bei einem Kurs von 207,67 und der nächste Widerstand wird jetzt bei 218 ungefähr kommen. Die nächstgelegene, also kurzfristige Unterstützung liegt bei 183. Da konnte sich der Kurs aber jetzt schon einiges entfernen. Also wir sind jetzt so in dieser Range hier ungefähr. Wenn der Kurs sich jetzt mittelfristig unter die 183 drücken sollte, dann liegt die mittelfristige Unterstützung bei 138. Hier hat man sich auch länger aufgehalten, aber man sieht, dass das hier ganz klar steigend nach oben ging. Und wie gesagt, jetzt wartet uns erstmal ein Widerstand bei 218. Wenn man den wieder mittelfristig durchbrechen kann, dann stehen hier auch höhere Kurse im Raum. Aber das mal so die wichtigsten Marken, die man wissen sollte. Kann man hier unten auch nochmal ganz kurz sich anschauen. An sich ist der Trend hier sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig ansteigend, weil es auch einfach ein Zukunftsthema ist und hier die Umsätze geschrieben werden. Natürlich, wie gesagt, noch kein Gewinn, aber ich finde, bei einem Wachstumstitel ist wichtig, dass der Umsatz stetig steigt und am besten sogar exponentiell steigt. Dann zieht auch irgendwann der Gewinn nach. Ja, und wie gesagt, hier sieht man auch nochmal die Unterstützungslinien bei 183 und 138, langfristig bei 88. Ich glaube, die werden wir so schnell erstmal nicht wiedersehen. Also wir befinden uns irgendwo so in diesem Bereich. Widerstandslinie, wie gesagt, bei 219, mittelfristig bei 275 und langfristig sogar bei 353. Aber bis dahin haben wir noch einen weiten Weg. Ja, ich bin mega gespannt, wie die Aktie hier weiterläuft. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Würde mich mal mega interessieren, was ihr zu C Limited sagt. Das war es jetzt aber soweit von meiner Seite und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann lasst an dieser Stelle sehr gerne ein Abo da, um mich zu unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!